liebe Strickerinnen und Stricker. Schön, dass ihr wieder da seid bei meinem 18. Podcast. Ich erzähle euch wieder über meine Strick- und Nähprojekte, alles, was ich in der letzten Zeit so gemacht habe, stelle ich euch vor. Ich erzähle euch ein bisschen was über meine Strickpläne. Tatsächlich habe ich auch einen Teil fertig, was gar nicht in der Planung gewesen ist. Aber das möchte ich euch natürlich auch sehr gerne zeigen. Das war jetzt schon die Einleitung. Ich fange jetzt einfach mal an. Moment, ich drehe mich mal um. Mit Skript ist es immer besser. Ich meine, ich kann auch wer weiß was erzählen ohne Skript. Aber dann, ja, ich hoffe, heute wird es nicht ganz so komisch wie beim letzten Mal. Ja, wir fangen mal an mit meinem fertigen Projekt. Das ist ein Störprojekt gewesen. Und zwar habe ich Strickpodcasts geschaut und schaue ab und zu mal bei 50 Fabulous Knits, Strick. Das ist ja eine dänische Strickerin mit einem ganz tollen Geschmack, wunderbaren Haaren und sie macht eben auch eigene Designs. Und hatte in ihrem vorletzten Video ein kleines Tüchlein an. So eine Art Esket-Tuch, also so ein Einstecktuch. Und das hat mich irgendwie so fasziniert. Es sah so gut aus an ihr. Sie hatte es über eine Bluse geknotet. Und ich war also hin und weg und habe gedacht, ach, so ein bisschen Mohair. Man braucht also nur so einen Rest Mohair, ungefähr 13 Gramm. Und hasste ja mit Sicherheit noch oben und habe einfach mal angefangen. Habe mir also bei Ravelry die Anleitung gekauft, flott, und habe am selben Tag angefangen. Und das Stück ist jetzt auch, ich glaube, in 2 Abenden hatte ich es fertig. Ich habe jetzt noch nicht die Fäden vernäht, aber es ist schon gebadet und ich habe es nicht gespannt, aber ein bisschen in Form gezogen und getrocknet draußen auf der Terrasse und somit ist es jetzt fertig. Es ist, dieses Tüchlein heißt Heatwave von Pia Trans, eben 50 Fabulous Strick, und man kann es auf Ravelry kaufen. Das ist also so ein gerades schalartiges Teil. Es ist sehr schmal, wie ihr seht. Und es hat dann hier unten diese blätterartigen Enden. Das wird durch eine ganz besondere Art der Abnahmen gemacht. Und man nimmt hier eben nach diesem kurzen Teil sehr viele Maschen zu. Und dadurch entstehen so große Löcher. Und wenn man das trägt, mir war ein bisschen kalt, ich habe meinen Kohlding umgetan, aber jetzt kommt die Sonne raus. Ich glaube, jetzt wird mir das schon wieder zu warm. Also man legt es sich so um den Hals und zieht es durch dieses Loch durch. Bisschen knifflig. Und dann mal eben schauen. Mal eben hier ein bisschen poltern. Und dann hat man halt diese beiden Blätter hier unten. Man kann es, ich habe es leider, habe ich nicht gemessen und es ist ein bisschen gewachsen. Also normal sollte es etwas halsnah sitzen. Ich könnte es auch nochmal versuchen mit einem Knoten zu schließen. Ja, so sieht es im Endeffekt dann aus. Und man kann es eben, wenn du jetzt eine Bluse anhast, mit einem Kragen, dann hast du ja, brauchst du ja ein bisschen mehr Weite, sag ich mal. Wenn das jetzt unter dem Kragen liegt, dann kannst du das natürlich
hast du das Halsnäher, dieses. Und dann kannst du das so in den, Ausschnitt stecken. Du kannst es eben auch so hängen lassen. Du kannst es auch im Haar tragen. Du kannst es um eine Handtasche machen. Sag mal, du kannst es jetzt ja auch so. Ist natürlich jetzt mit den Fäden nicht so toll. Naja, ich bin da nicht so der Typ für. Sie hat ja dieses wunderbar lange Haar. Und ich nicht. Ich habe halt nur die Haare, die ich habe. Dann kann man es hier so an der Seite schön fallen lassen. Also ich finde es eigentlich ganz süß. Was mir halt nur aufgefallen ist, ist, dass ich die falsche Wolle genommen habe. Ich dachte, es wäre ein Rest von meinem Cleo, von der Mercerie, den Streifenpulli, den ich im letzten Jahr gestrickt habe. Und da wird ja viel mit Mohair gearbeitet und dachte, das wäre Mohair. Da war keine Banderole und nichts mehr drin, das war ein Rest. Es ist aber ein etwas dickeres Alpaka-Garn von Drops. Dadurch ist es nicht so fluffy, wie sie es hat. Es ist mehr, ja, es ist halt dicker und nicht so, ja, wie soll ich sagen, so spitzenähnlich. Es hat nicht so große Löcher. Trotz allem finde ich es hübsch. Es ist eine neutrale Farbe. Ich mache es mal wieder ab. Und es ist, wie gesagt, ruckzuck gestrickt. Und wenn man da Bock drauf hat, Mohairreste hat man ja immer im Schrank, dann ja, ist das eine Möglichkeit, das in verschiedenen Farben zu machen. Du kannst es auch an Henkel von deiner Handtasche machen zum Beispiel. Das machen ja auch viele mit ihren Esket, mit ihren Carrés oder wie man sie auch immer nennt. Niki-Tücher, sagen wir, glaube ich. Ja, also ich find's echt süß. Das ist also mein fertiges Teil, was man flott gestrickt hat beim Fernsehen, eben zack, zack. Auch die Abnahmen, das ist alles ganz einfach. Ich muss noch mal eben einmal jetzt meinen Stuhl zurechtrücken, damit ich nicht so weit weg bin. Ja. Ja. Das war's. Mehr habe ich nicht fertig. Ich war aber fleißig. Das Stricken geht immer besser mit meinen Armen. Ich mache meine Übungen, die mein Physiotherapeut mir gezeigt hat. Und es ist wirklich kein Vergleich zu dem, wie es mal gewesen ist. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Kategorie. Und zwar zu der Kategorie auf den Nadeln. Und ich habe beim letzten Mal euch ja gezeigt, ich wollte einen Kolding stricken, aber nicht so einen Kolding wie den ich mir schon gestrickt habe, den ihr kennt. Dieses Riesenteil. Ich wollte etwas Kleineres, das nicht so Stola-ähnlich ist, sondern ja, mehr so Schal-ähnlich. Nicht so breit eben. Und habe in meiner Mops-Tasche, ich habe schon weiter gestrickt, also der ist jetzt eben modifiziert. Ich habe da ziemlich viel dran rumgewurstelt an der, entschuldigt bitte, ich weiß gar nicht, warum die Kamera das immer so dunkel macht. Ich muss das, glaube ich, mal irgendwie umstellen. Ihr werdet euch wundern, es sieht eben ganz anders aus als der Kolding sonst. Ich bin jetzt mit Teil 1 fertig und habe gestern mit dem Teil 1 und 2 bin ich fertig. Ich habe gestern mit dem Teil 3 angefangen. Und zwar, das sieht jetzt nicht so schön aus. Denk mal, wenn das gespannt ist, wird es besser. Und zwar sieht das jetzt so aus. Und ihr seht, ich habe mich hier im Teil 2 für ein anderes Muster entschieden. Da ich ungern linke Maschen stricke und man muss ja hier bei dem Glatt rechts am Anfang
muss man halt ja linke Maschen stricken, habe ich mir gedacht, ich stricke in Teil 2 dieses Muster, was Chris Berlin da angibt, einfach nur mit rechten Maschen. Weil ich auch finde, dass man, ich zeige euch das nochmal an meinem anderen Colding, dass man dann den Übergang, ich hoffe, dass man dann den Übergang von diesem Muster zu dem anderen Muster hier, mal die andere Seite mit den Löchern nehmen, dass der dann krasser ist. Versteht ihr, was ich meine? Weil du hast ja hier bei diesem Muster auch im Grunde so rippig das Muster und bei dem Muster in der Mitte auch ein Rippenmuster. Und ich habe mir vorgestellt, wenn ich jetzt hier nur glatt rechte Maschen nehme, kraus rechts stricke, dass dann eben der Unterschied zum mittleren Muster, was jetzt aufgebaut wird, dass der dann eben besser zu sehen ist, dass das irgendwie besser rauskommt. So ist mein Plan dazu. Ich bin jetzt schon sehr skeptisch, weil ich habe den ja auch schmaler gemacht und der ist schon recht kurz. Hier dieses Teil. Teil 1 und Teil 2 ist recht kurz. Ich hatte den Teil, also Teil 1, ja sogar beim Original-Colding nochmal verlängert um 10, 15 cm. Ich hoffe jetzt, dass das nicht zu kurz ist. Ich bin gespannt. Also so sieht es jetzt aus. Mir gefällt es bisher sehr gut. Die Wolle verstrickt sich super. Ich stricke ja immer noch zweifädig mit der Wolle von der lieben Alex von Wool and Forest. Diese beiden sind das ja. Das ist einmal dieser Naturton, die ungefärbte Wolle und einmal dieses Rosa. Die Farbe ist, das ist Angel Lace. Ich habe die Farbe jetzt gar nicht aufgeschrieben. Das ist also einmal Sock und einmal Angel Lace. Sock 425 Meter, Angel Lace 800 Meter. Ja, ich bin gespannt. Also ich bin jetzt ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und hoffe, dass ich nicht die ganze Arbeit umsonst mache und dann hinterher unzufrieden bin und alles wieder aufmachen muss, weil es zu kurz wird. Aber man meinte ja auch beim normalen Colding, deshalb machen ja auch viele den Teil 1 länger, weil man am Anfang denkt, boah, das wird gar nicht so lang, wie das bei ihr da auf dem tollen Foto ist. Und ich denke mal, dass dieser Teil 3 eben ja dann doch was an Länge bringt, zumal es ja eben patent gestrickt ist und dass ja sowieso die Reihen ja auch viel höher werden als bei dem Kraus rechts. Ich bin gespannt. Drückt mir mal die Daumen. Die Farbe finde ich wunderschön zusammen. Bin ich total begeistert. Ganz, ganz toll. Macht mich echt happy, das Ding. Das ist also mein erstes Teil, was ich auf den Nadeln habe. Das zweite Teil kennt ihr auch schon. Das ist immer noch der Misurina von Caitlin Hunter. Ich bin jetzt allerdings fertig
Mit dem Abteilen, das hatte ich ja im letzten Mal schon. Jetzt habe ich also schon so viel gestrickt. Sie macht den, im Grunde wäre ich jetzt schon fertig. Die Caitlin Hunter macht den ja sehr cropped und das ist mir zu cropped, das mag ich nicht. Ich werde den so lang machen wie meinen Ranunculus, den werde ich als Maß auch nehmen. Ich stricke das auch mit Wolle von Alex von Wool & Forest und bin im Moment dabei, das zweite Knäuel einzufaden, aber also sie hat das ja wieder so super gemacht. Man sieht, also ich sehe keinen Farbunterschied. Ich fade das jetzt noch, ich kann jetzt glaube ich noch eine Reihe mit dem alten Knäuel stricken und fange dann das zweite Knäuel an, da werde ich ja ganz wenig nur noch von brauchen, weil er ja kurze Ärmel hat. Ja, ich finde, ich bin da schon ziemlich weit. Das kann man ja beim Fernsehen auch rundrum, rund stricken, rechts, 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 was ja keine Arbeit ist. Ja, das sind die beiden Teile, an denen ich vorrangig stricke im Moment. Entschuldigt, ich muss nochmal abtauchen. Seht ihr, das ist jetzt das, was noch übrig ist von Knäuel 1. Ich stricke auch immer noch an meinem Siebhieler, an dem Ärmel. Langsam nimmt es Formen an. Es sind jetzt vielleicht noch 20 cm, die ich da für den ersten Ärmel brauche. Wenn ich den ersten Ärmel fertig habe, werde ich euch den auch wieder zeigen. Den stricke ich ja aus Wolle aus dem Wollladen und aus das... Colorwork habe ich gemacht mit Wolle von Sandin Dyeworks. Da habe ich euch vor Ewigkeiten gezeigt. Ich zeige euch das, wenn der erste Ärmel fertig ist, dann zeige ich euch den wieder. Sonst finde ich es echt auch langweilig. So Ärmel dauert halt, wisst ihr, ja? Ja, das sind meine beiden auf den Nadeln. Und mein fertiges Teil, wo ich mich sehr darüber freue, dass ich das wirklich auch flott hingekriegt habe und das... ich das auch umgesetzt habe. Eine englische Kaufanleitung war das ja. Diese beiden Anleitungen sind auch Kaufanleitungen. Den Kohl, den gibt es auch auf Deutsch und den Misurina gibt es nur auf Englisch. Habe ich euch auch unten verlinkt, wer da Interesse dran hat. Es hatte mich schon eine liebe Zuschauerin angeschrieben und nach dem Misurina gefragt. Ich habe jetzt aber nochmal den Link unten reingesetzt. Dann geht es weiter mit den Strickplänen. Das ist eigentlich auch nicht so viel. Ich glaube, heute wird es gar nicht so lang. Ich möchte ja den Sweater Number 14 von My Favorite Things anschlagen und habe ja da schon gehabt die Wollmeise. Wollmeise Blend. Äh, 70% Wolle, 20% was WS ist, weiß ich immer noch nicht. Und 10% Polyacryl in der Farbe Lapis Lazuli. Das ist ja ein ganz, das ist ja ein Knallerton. Ja, der ist auch wirklich so, wie der hier rüberkommt. Und da habe ich euch ja beim vorletzten Mal eine Wolle gezeigt, die ich dazu gekauft habe bei Fiber Passion, die wunderschön ist. Die Farbe ist wunderschön, aber ich war skeptisch und ich hatte euch ja gefragt wegen der Farbe. Einige sagten, probier es einfach aus, andere sagten, nee, geht gar nicht. Und ich glaube, ich wollte es jedenfalls nicht ausprobieren, weil es gefiel mir nicht. Es gefiel mir nicht. Und ich habe weitergesucht und habe etwas gefunden. Haltet euch fest. Tada! Das passt jetzt. Der Ton ist natürlich nicht genauso, aber der Ton knallt. Die Wolle ist super mega weich. Das ist die Alva von Filcolana. Und ich finde wirklich,
Das ist mega. Und ich wollte es auch ein bisschen heller haben. Ich hatte es ja mit Schwarz versucht. Und da war mir das zu dunkel. Und dann habe ich gedacht, gut, dann der zweite Ton kann ruhig ein bisschen heller sein. Und die ist einfach perfekt. Die ist genau so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Die hat ein bisschen Flausch, aber nicht zu viel. Ich wollte das nicht so super haarig haben. Und also ich bin absolut und mega happy. Und zwar ist das die Alva von Filcolana und das ist 100% Alpaka. Und das habe ich gefunden in einem Shop, der heißt Wolltraum. Und den möchte ich euch ans Herz legen. Ich glaube, die hat ihren Laden in Aschaffenburg, ich bin mir nicht sicher. Und ja, es kam liebevoll, super liebevoll verpackt an, mit Tee und mit einer netten Karte und alles ganz, ganz, ganz entzückend. Und ich habe mir jetzt nochmal ihren Shop angeguckt online und ich glaube, das ist sehr unterstützenswert. Also sie ist auch sehr für Nachhaltigkeit und bietet ganz tolle, interessante Maschenmarkierer an, in tollen Farben, in so Baumwolltäschchen. Also ich lege euch den Shop mal ans Herz, weil mir das wirklich, wirklich, wirklich gut gefällt, die Seite. Und es ist bestimmt auch nicht das letzte Mal, dass ich bei ihr was bestellt habe. Und jetzt kann es losgehen, wenn ich den Misurina fertig habe. Ich hoffe, das geht jetzt flott. Da ist ja nicht mehr viel, dann werde ich den auf jeden Fall anschlagen. Mir war es jetzt aber auch tatsächlich viel zu warm. Es war ja so heiß in der letzten Zeit. Jetzt langsam kühlt es sich ab. Heute ist, glaube ich, der... Moment, 5., 6., 7., 8., der 8. Der 8. September. Und... Es hat mal geregnet und man kann mal durchatmen und diese Hitze, das ist ja nicht meins. Also und da konnte ich eigentlich auch nur den jetzt stricken und die anderen dickeren Sachen, da war mir halt noch nicht so nach. Aber vielleicht beim nächsten Mal kann ich euch schon den Anstrick zeigen für den Sweater Number 14. Das war jetzt mein, alles was ich so geshoppt habe und was ich so gestrickt habe. Ja, der Vorteil von dieser Wolle, das möchte ich nochmal dazu sagen, war auch der Preis. Das sind hier 25 Gramm und der hat 175 Meter. Und vom Preis her war das wirklich annehmbar. Also da habe ich jetzt, ich brauche ja so viel, weil ich das ja mit einem doppelten Faden stricken muss. Und da konnte ich mich drauf einlassen, sage ich mal so. Da musste ich nicht 80 Euro für bezahlen. Für die Blend habe ich ja nun auch schon einiges bezahlt und das war für mich total akzeptabel. Ein Schnapper ist es ja nie, wisst ihr, wenn man eine schöne Rolle haben will. Aber ich kann damit leben und eigentlich, also ich kann nicht nur damit leben, ich bin sehr glücklich mit dem Preis und mit der Qualität der Wolle und. Ich schaue mal eben hier auf mein, ja, genau, muss ich mal eben ein Päuschen machen. So, weiter geht's. Meine Batterie leuchtet schon wieder rot. Ich vergesse jedes Mal am Tag vorher mal den Akku aufzuladen von meiner Kamera, läuft hier wieder, also es kann sein, dass ich erst noch aufladen muss und dann heute Abend weiter aufnehmen kann. Aber ich komme jetzt trotzdem zur nächsten Kategorie und zu der Kategorie, was mir so gefällt. Ich habe eine sehr liebe Mail bekommen und darin habe ich viel Lob bekommen von meiner Zuschauerin. Und sie hatte sich gewünscht, sag mal, kannst du nicht mal so ein paar Wohnaccessoires oder sowas vorstellen? Und dann habe ich so bei mir gedacht, Wohnaccessoires ist so gar nicht meins. So gestrickte Kissenbezüge oder so, nee, möchte ich nicht. War ich irgendwie nicht so begeistert.
Und dann habe ich gedacht, ach komm, guck doch einfach mal bei Ravelry, was es so unter Wohnaccessoires gibt. Und ich habe tatsächlich richtig schöne Sachen gefunden. Richtig, richtig schön. Es gibt ja diese super bunten Sternenkissen zum Beispiel, die ja viele von euch stricken. Macht das gerne, finde ich toll, aber für mich kommt das nicht in Frage. Das ist mir viel zu bunt, das ist mir zu unruhig, die Form gefällt mir nicht. Es tut mir leid, ich möchte damit niemanden angreifen, aber die Geschmäcker sind verschieden. Ich bin mehr so für die schlichteren Sachen. Ich habe bestimmt Sachen für 3 Podcasts gefunden. So kommt schon was zusammen. Und habe das jetzt so ein bisschen aufgeteilt. Es sind nämlich auch so, so Accessoires oder Deko-Objekte auch so ein bisschen für Weihnachten damit drin gewesen. Und da hatte ich so gar nicht mit gerechnet, dass mir das gefällt. Eben auch Sterne und also so ganz hübsche, kleine Sachen, die man so stricken kann. Und also ich denke mal, dass ich heute, ich werde heute euch Babydecken vorschlagen, die mir gefallen, die euch vielleicht auch gefallen, die ihr gerne nachstricken möchtet. Ich selber habe da ja noch keine Verwendung für. Und ich habe so viele schöne Decken gefunden, dass ich wahrscheinlich nächstes Mal auch nochmal welche vorstellen werde und dann vielleicht auch ein bisschen Herbstdeko dazu. Mal sehen. Je nachdem, wie viel Zeit ich so habe. Ja, also ich habe ganz, ganz viele wunderschöne Babydecken gefunden, die man stricken kann. Und die Anleitungen sind auch noch alle kostenlos gewesen. Und es gibt da auch ganz viele Anleitungen, die auf Deutsch sind. Also das gefällt mir natürlich besonders gut. Das gefällt mir natürlich besonders gut, weil ich weiß, dass viele von euch nicht so gerne englische Anleitungen stricken. Wir fangen aber jetzt mit einer englischen Anleitung an. Und zwar, die ist kostenlos erhältlich auf Ravelry. Ich habe sie mir auch schon runtergeladen, weil mir das Muster so gut gefällt. Und zwar ist das die Baby Charlie's Blanket von Karen S. Laffer oder so heißt die, glaube ich. Und was mich da überzeugt hat, war halt dieses wunderschöne Lace-Muster. Das fand ich sehr ansprechend. Die Farbe fand ich jetzt auch toll, die sie da gewählt hat. Und als ich bei den bei Ravelry gesucht habe, Wohnaccessoires, da ist sie mir sofort ins Auge gefallen. Aus einem schönen Merino-Garn oder aus einem Baumwollgarn, was man vielleicht besser waschen kann, denke ich mir, so ein glattes Garn bringt das Muster auch sehr gut zur Geltung. Und da kann man bestimmt auch Spaß bei haben. Das ist ein eingängiges Muster, denke ich, dass man auch so ganz gut wegstricken kann. Bei so einer Decke dauert es ja auch immer. Wobei, wenn ich mir manchmal anschaue, welch große Tücher manche von euch stricken, dann ist so eine Decke im Grunde von der Größe her, macht ja gar keinen Unterschied. Das wäre also mein erster Vorschlag für euch, für eine Babydecke. Das Ganze kann man ja auch vergrößern, wenn man wirklich Bock drauf hat. Und eine Sommerdecke daraus machen, für auf der Terrasse, wenn es mal kühl wird, um sich die über die Beine zu legen. Die Größe kann man ja so machen, gerade bei diesem Muster, wie sie für einen selber praktisch ist. Als zweites habe ich wieder mal ein Muster, eine Anleitung von Pearl Soho gewählt. Pearl Soho macht so schöne Anleitungen, die auch, auch auf Englisch sind. Wirklich auch so ganz viele klassische Sachen. Also ich mag fast alles, was Pearl Soho vorstellt, wenn man da mal auf der Seite so ein bisschen guckt. Da musst du auch, wenn du bei Ravelry bist,
musst du zu der Seite von Pearl Soho musst du den Link benutzen, um die Anleitung bei denen dann runterzuladen. Das kannst du jetzt nicht auf Ravelry machen, aber das ist auch ganz unkompliziert. Diese Decke heißt Mitred Corner Blanket. Und was ich da toll fand, ist wirklich dieses Farbspiel. Ich habe mir das angeguckt, das ist aber auch, dass ich die Planung gemacht habe, ist schon wieder eine Woche her. Ich meine, das wird erreicht durch ein Verlaufsgarn. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich finde das unheimlich schön, diese Abstufungen der Farben, auch das grafische Muster, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt eine Babydecke, ist eher auch etwas für uns, wenn wir frieren, für auf unserem Sofa oder eben im Sommer draußen. Die finde ich trotz der ganzen Farbigkeit, weil das so harmonisch ist und so stimmig ist, wunderschön. Wunderschön. Also, die Mitred Corner Blanket von Pearl Soho, eine englische kostenlose Anleitung. Als nächstes habe ich eine Anleitung mit Muster. Und zwar heißt diese Decke Lisbeth Blanket von Anja Heumann. Das ist wieder eine kostenlose Anleitung, die du auf Ravelry in deine Bibliothek runterladen kannst oder auch als PDF. Und die gibt es auf Englisch und auf Deutsch. Und was mir daran so gut gefiel, war wieder das Muster in der Mitte. Also am Anfang ist es ja da so ein, wie heißt das, rechts, links, Perlmuster, glaube ich, Perlmuster. Mit dem die Decke umrundet wird. Und in der Mitte sind so Kreuzchen oder Sternchen oder wie man es nennen möchte. Finde ich total schön. Die Farbe finde ich total schön. Jetzt für mich, ich sag mal, als Babydecke würde ich vielleicht doch eine andere Farbe wählen. Vielleicht eben sowas Ähnliches wie meinen Colding. So mit zwei Fäden stricken, mit einem cremefarbenen und mit einem blauen oder mit einem grünen oder mit einem roten, rosa. Das glaube ich, das sieht ganz schön aus, wobei ich dann nicht weiß, wie es mit dem Muster ist. Das müsste man ausprobieren. Aber das finde ich jetzt für eine Babydecke ein bisschen trist. Oder man macht halt den Rand in einer anderen Farbe. Das ging ja auch, dass man die umrandet mit einem kräftigen Pink und das innen in Grau lässt. Auch schön aus Baumwolle, könnte ich mir vorstellen. Da kann das Baby auch mal ein bisschen draufkötzeln, da kann man das gut sauber machen. Oder wer weiß, was sonst für ein Schmutz dran gerät. Wer Kinder hat oder kleine Kinder hatte, der weiß, wovon ich spreche. Es muss immer alles pflegeleicht sein und gut zu waschen. Und ja, die finde ich also auch super, super, super schön. Und als letztes habe ich noch etwas Praktisches für euch, eine kleinere Anleitung, und zwar einen Bezug für eine Wärmflasche. Die heißt All You Need und ist von London Leo. Und die ist auch kostenlos auf Ravelry erhältlich und auch auf Deutsch und auf Englisch. Finde ich schön. Ich finde immer dieses Kunststoff von den Wärmflaschen, das ist irgendwie, das fühlt sich nicht schön an und könnte mir vorstellen, dass das eine gute Alternative ist. Würde ich vielleicht auch aus Baumwolle machen. Oder hier ist wahrscheinlich auch meliertes Merino oder so. Ich würde es jetzt nicht flauschig machen, muss ich sagen. Wenn man sich das manchmal so dann auf den nackten Bauch oder so legt oder hier in den Nacken, dann glaube ich, wenn es flauschig ist und die Härchen sind und es ist so warm, könnte ich mir schon vorstellen, dass das krabbelt, dass das nicht das Richtige ist dafür. Ja,
Die hat so einen kleinen Rollkragen, ein Rechts-Links-Muster, zwei rechts, zwei links, würde ich sagen. Ich meine, es ist kein Hexenwerk. Es wird von unten nach oben gestrickt und dann durch Abnahmen wird dann halt der Hals da gebildet. Ja, finde ich praktisch und ist mal flott gemacht. Vielleicht auch als Geschenk mal schön, wenn man jetzt schon mal langsam überlegt, was schenke ich zu Weihnachten, dann wäre das doch eigentlich eine ganz gute Idee. Ja, schon wieder ja. Ich sag immer ja, wenn ich so eine Kategorie abgeschlossen habe. So ist es halt. Müsst damit leben, ich kann es irgendwie nicht abstellen. Und zwar zum Nähen. Ich bin immer noch mit meinem Wickelkleid beschäftigt von The Fold Line. Und zwar, das habe ich euch ja beim letzten Mal schon gezeigt, The Etta Dress heißt das. Ich liege jetzt in den letzten Zügen. Ich werde es euch beim nächsten Mal auf jeden Fall zeigen können. Es war jetzt doch noch ein bisschen knifflig. Ich dachte eigentlich, ich würde damit jetzt fertig. Aber ja, es gab da Probleme mit dem Wickel, mit dem Band, womit das Kleid halt gewickelt wird. Und das habe ich nicht so hingekriegt. Da habe ich jetzt am Dienstag ziemlich frickeln müssen. Und letzten Dienstag ist leider der Nähkurs ausgefallen. Und ich habe auch in der Zeit, in den zwei Wochen dann zu Hause auch nicht genäht, weil wir hier im Garten noch sehr viel gemacht haben. Und von daher kann ich euch das jetzt noch nicht zeigen, aber ich arbeite weiter daran. Ich habe aber überlegt, ich könnte mal etwas von früher euch zeigen. Und zwar habe ich vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahren sehr, sehr in diese Tilda-Sachen von der Tone Finnegar. Und zwar waren das hier diese Bücher. Und da habe ich unheimlich Spaß dran gehabt. Und vielleicht kennt ihr die, vielleicht auch nicht. Ich wollte euch ein paar Sachen zeigen und zeige euch auch etwas, was ich genäht habe. Und stelle euch zwei Bücher jetzt vor. Also das ist so ein bisschen Buchvorstellung und Nähen in einem. Und ja, also sie macht, ich guck mal eben, ja, sie macht halt so ganz hübsche Sachen. Es gibt auch diesen Stoff speziell, diesen Tilda-Stoff. Ja, das ist jetzt alles so in dem Stil gehalten. Kann man das sehen? Das ist ja Winterwelt, eben Tildas Winterwelt. Und da gibt es zum Beispiel so eine tolle Mütze, die man nähen kann, so eine Art Baskenmütze. Ich zeige euch jetzt nur ein paar Sachen, die mir halt gut gefallen. Da gibt es auch Handschuhe dazu, passend aus so einem Filzstoff. Also die Mütze habe ich mir jetzt noch nicht genäht, die steht aber immer noch auf meiner Agenda, dass ich das mal machen wollte. Und hier sind eben auch sehr viele Deko-Sachen drin. Eben zum Beispiel auch solche Sachen. Ich muss mal immer schauen, ob ich das einigermaßen ins Bild bringe. Sie hat eben überall solche Engelchen, so Frauenfiguren. Und die fand ich toll. Und da habe ich dann vor Jahren habe ich eine genäht. Ich habe dann also diesen Tilda-Stoff auch teilweise gekauft.
Ja, das sind dann so Puffärmel. Jetzt ist mir aufgefallen, man konnte also hier so mit einem roten oder rosa Buntstift so ein bisschen wie Rouge aufbringen, aber das ist schon sehr verblasst. Münder haben die keine und Nasen, sondern die haben immer nur diese rosa Wangen. Hier kann man das nochmal gut sehen. Und haben halt immer dieselben Sachen an. Die habe ich ganz, 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 ganz lange bei mir in der Küche stehen gehabt. Da hat mein Mann mir dann so einen Ständer für gebaut. Konnte man das halt hier so draufstecken und dann stand die da so. Jetzt habe ich aber gesehen, sie ist wirklich nicht mehr schön, die ist hinten, seht ihr, das ist schon total vergilbt, weil die eine ganze, man kann die auch hinsetzen. Die saß halt eine ganze Zeit auf der Fensterbank und so. Da hat der Stoff jetzt doch ein bisschen gelitten. Aber das fand ich eine Zeit lang unheimlich süß. Das ist ein bisschen kitschig, ich weiß, mit dem Rock und mit dem Rosa. Mir hat das gefallen. Ich habe die jetzt aber auch seit Jahren im Keller und hatte jetzt überlegt, ob ich sie vielleicht wieder raushole. Ich weiß noch nicht. Je nachdem, welche Deko-Ideen mir so vorschweben. Ja. Dann habe ich extra so Bucklegarn gekauft für die Frisur. Es irgendwie ist schon süß. Also ich mochte die wirklich gern. Was mir auch in diesem Buch unheimlich gut gefällt, ist, Moment, die fand ich auch süß. So Engelflügel für so kleine Mädchen oder auch kleine Jungs. Aber ihr wisst ja, ich habe keine Enkel, also habe ich auch heute auch keine Engelsflügel. Die kann man dann so. Da sind wirklich süße Sachen drin. Die werden dann eben so angebunden. Und dann gibt es ja ganz süße Sachen auch. Teddys. Als so Spielzeug halt und so ein Steckenpferd. Ne, es ist glaube ich eher so ein Steckenelch. Das ist schon süß, oder? Ich zeige euch hier schon. Ne. Das ist glaube ich okay, was ich euch gezeigt habe. So. Jetzt muss ich euch nochmal zeigen, ist das jetzt. Ich glaube, das ist hier drin, was ich total süß fand, was ich aber nie. Hier, dies finde ich auch hübsch mit so Applikationen. So Vögelchen. Ah ja, hier ist es. Dieses Schwan, das fand ich so mega. Kann man das sehen? Ja, hier. Das hat mich total begeistert, dieses Schwein. Auch die Zeichnungen und so, das ist, ich stehe da immer noch drauf. Oder halt die Gans hier, die Weihnachtsgans. Auch süß, oder? Also ich finde es toll. Da habe ich eine Zeit lang einiges draus genäht. Ich habe auch einiges verschenkt. Ich schaue da nochmal, ob ihr beim nächsten Mal Fotos davon zeigen kann. Und dann habe ich noch dieses Buch hier. Tildas Sommergarten. Der Sommer ist vorbei, ich weiß. Aber zum Beispiel diese Vogelhäuschen fand ich auch mega süß. Mega süß. Mega. Mit den Vögelchen. Auf dem Kranz da. Finde ich total genial. Auch die Vögel finde ich toll. Oder das hier. So ein Libellen. Ja, Libellenkranz. Finde ich echt super schön. Kann man das gut sehen?
Oder ja, hier so ein Frosch. Finde ich echt total niedlich. Ja, und was mir halt gut gefiel, war diese Schnecke. Und die habe ich auch genäht. Das war mal so eine Herbstdeko mit den Pilzen. Ja. Süß, oder? Also ich finde die immer noch, die würde ich auch immer noch hinstellen. Jetzt das Mädchen, aber die Schnecke habe ich jetzt mal wieder gefunden. Ich habe meine Dekosachen alle umgeräumt, aus dem Keller raus und hier ins Gästezimmer. Und dabei ist sie mir dann wieder in die Hände gefallen und ich muss sagen, ich finde die immer noch süß. Das ist also, das sind diese Bücher, da sind dann hinten eben auch die Schnittmusterbögen drin, die du dann rauskopieren kannst und auflegen. Du kannst dich auch durchrädeln, je nachdem. Also die finde ich immer süß und gucke ich auch immer wieder zwischendurch gerne rein, weil das so ein bisschen, ja, halt so heile Welt und Pippi, Lotta, Victualia ist und so. Also ich mag die sehr. Das habe ich eben eine Zeit lang ganz viel genäht. Das war's, glaube ich. Ja. Ja, mehr habe ich leider nicht zu erzählen. Es ist, wir haben, wie gesagt, unheimlich viel im Garten gearbeitet. Wir kommen mal zu dies und das. Es gibt aber nicht viel dies und das. Also es hat sich hier in der Familie einiges Schönes ereignet. Richtig gute Neuigkeiten gab es. Und es wird sich jetzt hier einiges verändern demnächst. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Da war ich sehr gespannt und sehr, ja, dass halt diese Sache, die schon so lange in Planung gewesen ist, es ist jetzt kein Enkelkind, es ist was anderes, dass das jetzt endlich klappt und viel besser klappt oder es noch viel besser wird, als wir es uns erhofft haben. Und ja, da war ich halt sehr involviert und es hat sich sonst nichts ereignet. Im Moment merke ich, dass sich ein bisschen Fernweh wieder in mir regt. Ich würde doch ganz gerne nochmal im Oktober, denke ich, mal für eine Woche oder für 10 Tage irgendwo hinfahren. Da muss ich natürlich immer gucken, was mit der Katze ist. Ja, mal sehen. So, ihr Lieben, jetzt ist es natürlich passiert, der Akku war leer. Ja, habe ich einen Kaffee getrunken und mache jetzt kurz den Rest. Wir kommen also zu dies und das. Ja, ich hatte ja schon erzählt, Gartenarbeit, wir haben viel im Garten gemacht, es ist viel in der Familie passiert und ich habe auch viel gelesen. Aber die Bücher waren auch okay, sag ich mal, aber es ist jetzt nichts dabei, was ich aktuell empfehlen würde. Ich habe auch nochmal bei meinen alten Büchern geschaut, die mir gefallen, aber da war auch irgendwie nicht so das Richtige dabei, deshalb gibt es heute keine Buchvorstellung und Buchempfehlung. Ein paar von euch haben mir aber auch schon in den Kommentaren Buchempfehlungen gegeben. Da war ein Kommentar dabei, da muss ich noch mal schauen. Das wollte ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ich habe jetzt aber auch ein paar Lesepläne. Zuerst möchte ich jetzt ein Buch lesen, das habe ich vor Jahren mal gelesen. Und habe mir das jetzt nochmal gekauft. Ich hatte es meiner Tochter geliehen, die kann es nicht mehr wiederfinden. Und das hat mir so gut gefallen, sodass ich also da das jetzt nochmal lesen werde. Und da werde ich auf jeden Fall auch von erzählen, vielleicht beim nächsten Mal mal gucken. Ich könnte jetzt davon erzählen, aber so richtig
Also grob weiß ich noch, was passiert, aber so richtig halt ins Detail könnte ich jetzt nicht gehen. Deshalb frische ich da nochmal meine Erinnerungen ein bisschen auf und freue mich auch schon, dass ich das jetzt lesen kann. Aktuell lese ich einen Krimi, der mir gut gefallen hat, jetzt bis zu 3/4. Und jetzt macht er so ein... Ja, ich weiß gar nicht, so ein Twist, der mir nicht gefällt. Das Thema gefällt mir jetzt nicht mehr und auch diese ganze Handlung, es ist, ja, ich werde es jetzt zu Ende lesen, weil ich, wie gesagt, schon 3/4 gelesen habe davon und schon wissen möchte, wie es ausgeht. Bisher ist auch noch niemand gestorben, was ja eigentlich schön ist. Ja, mal sehen. Mal sehen. Ja, das wäre jetzt alles, was ich euch erzählen möchte. Ich hoffe, dass ich euch beim nächsten Mal wirklich etwas Fertiges zeigen kann. Ich bin guten Mutes. Ich wünsche euch weiterhin eine gute Zeit. Ich wünsche euch uns allen Regen. So schön es ja gewesen ist jetzt die ganze Zeit, aber wir brauchen einfach jetzt Regen und den wünsche ich mir. Und ich sag mal, im Grunde müsste es ja bis Dezember durchregnen, damit hier alles wieder auf ein normales Level kommt. Das wird ja wohl nicht passieren. Dann bin ich fertig. Ich freue mich darüber, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich über einen Daumen hoch. Ich freue mich über ein Abo. Und ich freue mich auch über Kommentare und über E-Mails. Ein paar von euch haben mir schon geschrieben, was mich sehr gefreut hat. Und ich gucke immer ab und zu in mein Tina Nordseeglück E-Mail-Konto und freue mich immer, wenn es da was Neues gibt. Schreibt mir, kommentiert mir. Das wäre das, was ich mir wünschen würde von euch. Ich wünsche euch einen schönen Restsommer. Einen schönen Herbstanfang und ich vermute, dass ich so in 3 bis 4 Wochen wieder ein neues Video für euch aufnehmen würde. Also strickt schön und macht's gut. Tschüss!